für die ich schon mal von Facebook gesperrt worden bin, weil ich diese Frage stelle. Und alle müssen diese Frage sich stellen. Und wir stellen diese Frage auch der Sicherheitskonferenz, die ja wenige Kilometer von uns entfernt ist. Und jetzt liefern wir also schwere Waffen an die Ukraine gegen Russland. Ich finde, das ist angesichts der 27 Millionen Bürger der Sowjetunion sprechen. Krieg ist, wenn ein weinender Vater sein durch Kugeln zerfetztes Kind auf den Armen ins Krankenhaus trägt. Krieg ist, wenn eine Frau zum letzten Mal das Tuch von ihrem getöteten Mann nimmt, um noch einmal sein Gesicht zu sehen. Krieg ist, wenn weinende Kinder sich verzweifelt auf den Körper ihrer toten Mutter werfen. Das ist Krieg. Und zwar, und schrecklich, und zwar egal, gleich schrecklich, egal ob die Opfer Russen oder Ukrainer sind. Wer redet denn